Die aktuelle Forschung und Entwicklung im Betonbau ist geprägt durch vielfältige Überlegungen hin zu modularen Bauweisen, digitalen Prozessketten und einer automatisierten industriellen Bauteilherstellung. Neben einer Verkürzung der Bauzeit und einer Steigerung der Bauqualität zielt diese grundlegende Veränderung des traditionellen Bauens auf anpassungsfähige, ästhetische und schlanke Strukturen, auf Tragwerke, die im Lebenszyklus wirtschaftlich robust und dauerhaft sind und dabei gleichzeitig einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck aufweisen. Der schalungsfreien, additiven Fertigung und dem 3D-Druck von Betonbauteilen kommt dabei eine stetig zunehmende Bedeutung zu. Bisherige Versuche zur Integration entsprechender Zugelemente in den Druckprozess zeigen noch keine wirtschaftliche Lösung für die baupraktische Anwendung. Wir versuchen hier seit einigen Jahren durch Einmischen von Carbon-Kurzfasern in die Betonmatrix direkt die Zugfestigkeit des Materials auf Mikroebene zu erhöhen. Die Anfänge des Carbon-Kurzfaserbetons gehen auf die Uni Augsburg zurück. Da wurde am Lehrstuhl für Festkörperchemie das Verfahren entwickelt. Es wurden kleine Einwegspritzen hergenommen, um die Fasern auszurichten. Wir sind dann übergegangen zu etwas größeren Pressen oder Kartuschenpressen und haben es letztendlich weitergeführt zu dem 3D-Drucker. Die einzelnen Betonkomponenten, wie zum Beispiel Zement und Silikastaub, werden vorab gesiebt, damit es während des Druckprozesses zu weniger Verstopfungen kommt. Die Carbonfasern werden zunächst im Muffelofen oxidiert. Dadurch wird die Schlichte, die ab Werk auf den Carbonfasern aufgebracht ist, entfernt. Und außerdem oxidiert die Oberfläche leicht. Dadurch ist die chemische Anbindung der Carbonfasern an den Beton besser und es lassen sich höhere Festigkeiten erreichen. Anschließend wird Wasser und Fließmittel hinzugegeben und so lange gemischt, bis der Beton flüssig ist. Zum Schluss kommen die oxidierten Carbonfasern hinzu. Diese werden erst möglichst spät in den Mischprozess eingebracht, um ein Zerstören der Fasern während des Mischprozesses zu verhindern. Besonders vorteilhafte Ergebnisse liefert dabei der Herstellvorgang, da die Druckdüse die Fasern ausrichtet und dadurch bei etwa 2-3 Volumenprozent Faseranteil die Zugfestigkeit bis in die Größenordnung der Druckfestigkeit steigerbar ist. Wir also quasi einen zugfesten Beton produzieren. Weitere Vorteile ergeben sich in der additiven Fertigung, weil wir beim Drucken die Richtung der Fasern und damit die Orientierung der höheren Zugfestigkeit gezielt in Richtung der Hauptzugspannung ansteuern können. Nach umfangreichen Materialuntersuchungen, der Bestimmung wichtiger mechanischer Kenngrößen und der Ableitung erster Bemessungsansätze sind wir aktuell dabei, das Ganze hochzuskalieren, hin zu größeren Bauteilen mit dem Ziel, mittelfristig erste Pilotprojekte realisieren zu können. Hierzu beschaffen wir uns gerade einen Hochleistungsroboter, der neben dem eigentlichen Druckprozess auch geeignet ist für die weiterführende Bearbeitung der Bauteile, also beispielsweise Schleifen und Fräsen.